Herzlich willkommen zur virtuellen Werksführung. Mein Name ist David Münster. Meyer Burger setzt sich dafür ein, dass Lieferketten transparenter, sicherer und regionaler werden. Daher werden die Zellen hier im Werk in Thalheim in Sachsen-Anhalt und die Module im sächsischen Freiberg produziert. Und wir beliefern uns selbst mit Produktionstechnik, entwickelt und gebaut in der Schweiz und in Hohenstein-Ernsthal in Sachsen. Bei allem, was wir tun, setzen wir uns besonders für Nachhaltigkeit ein. Deshalb wird die Energie an allen Produktionsstandorten aus 100% regenerativen Quellen gewonnen. Wie diese Idee in der Zellproduktion umgesetzt wird und wie Schritt für Schritt aus einem Wafer eine Solarzelle wird, das sehen wir gleich. Hier sehen Sie einen sogenannten monokristallinen Wafer. Das ist die Basis für unsere späteren Solarzellen. Doch wie wird solch ein Wafer hergestellt? Dazu wird in einem großen Behältnis perfektes Silizium geschmolzen. In die Siliziumschmelze taucht ein sogenannter Einkristall ein. Dieser wurde vorher im Labor erzeugt. Und an diesem Kristall lagern sich Siliziumatomen. Das dauert dann mehrere Stunden und es wächst ein sogenannter Ingot. Dieser Ingot sieht aus wie eine Walze und kann mehrere hundert Kilo schwer sein. Mit einer Drahtsäge, ein Draht, der mehrere hundert Kilometer lang ist, Diamant beschichtet, übrigens entwickelt von Meyer Burger, wird dann dieser Ingot in hauchdünne Scheiben geschnitten. Wir sprechen hier von einer Dicke von nicht mal 0,16 mm. Diese speziellen Wafer sind N-Type. Das bedeutet, mit Phosphor werden sie negativ leitend gemacht. Das erzeugt eine höhere Lebensdauer der Ladungsträger und später im Modul eine geringere Degradation. Durch das Drahtsägen entstehen auf der Oberfläche physikalisch sogenannte Defekte. Hinter mir, in der Nasschemie, werden im allerersten Schritt diese Defekte mit einer speziellen Säure abgeätzt. Im zweiten Schritt wird dann aus einer hier glatten Oberfläche die Texturierung. Dazu werden winzig kleine Pyramiden in die Oberfläche hineingeätzt. Damit wird der Oberflächeninhalt vergrößert und es kann somit mehr Licht eingefangen werden. Nun muss er nur noch gereinigt werden von metallischen und etwaigen organischen Kontaminanten. Und nach der Trocknung ist der Wafer bereit für den nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist das Herz der Solarzelle von Meyer Burger. Der Prozess und die Anlagen dafür, die Sie hinter mir sehen, wurden am Standort im sächsischen Hohenstein-Ernsthal von Meyer Burger gefertigt. In den Prozessfolgen werden mithilfe eines Plasmas auf Vorder- und Rückseite mehrere Schichten amorphes Silizium und transparente leitende Schichten aus anderen Metallen abgeschieden. Danach hat die Zelle ihre typische Blaufärbung und kann mit elektrischen Kontakten befüllt werden. Mit einem Siebdruck wird eine Silberpaste elektrisch leitfähig auf Rück- und Vorderseite gedruckt. Damit kann später im Modul die durch das Sonnenlicht erzeugten und am PN-Übergang getrennten Ladungsträger optimal eingesammelt werden. Meyer Burger verwendet dabei ressourcenschonend und busbarlos deutlich weniger Silber, als im Photovoltaikmarkt üblich ist. Ermöglicht wird dies durch die SmartWire-Technologie, ein Patent von Meyer Burger, die finale elektrische Verschaltung später im Modul. Die Paste ist zunächst noch flüssig und muss anschließend getrocknet werden. Dazu benötigt man einen speziellen Ofen, im Aufbau ähnlich eines Pizzaofens. Die Zellen fahren durch verschiedene Temperaturbereiche, wobei da die Temperatur deutlich niedriger ist als beim PERC- oder PERL-Verfahren. Auch das schont Ressourcen. Mit einer weiteren für Meyer Burger entwickelten Anlage werden die quadratischen Heterojunction-Zellen mithilfe eines Lasers und Kühlluft staubfrei, verlustfrei und ultraschnell in Halbzellen geteilt, ohne dass dabei Mikrorisse entstehen. Jetzt müssen sie nur noch vermessen werden. Zum Schluss werden die fertigen Zellen vermessen und mit Elektrolumineszenz auf Mikrorisse untersucht. Die Sortierung erfolgt vollautomatisch nach Wirkungsgrad und Farbe. Auch die Verpackung ist automatisiert. Zum Einsatz kommen dabei diese Boxen, eine Eigenentwicklung von Meyer Burger. Sie pendeln zwischen der Zellfabrik hier und der Modulfabrik im sächsischen Freiberg. Was damit passiert, schauen wir uns gleich an. Wir sind nun in der Modulfabrik von Meyer Burger im sächsischen Freiberg. Hier im Lager kommen die aus Thalheim produzierten Hochleistungszellen an und die Gläser auf Paletten. Vollautomatisch werden sie vom Roboter auf Bänder gelegt und in den Fertigungsbereich eingefahren.
Als erstes werden die Oberfläche der Gläser mit Wasser gereinigt. Damit wird sichergestellt, dass kein Staub oder andere Kontaminanten mit eingeschlossen werden und die Sicherheit oder Leistung der Module beeinflusst wird. Dann wird ein kleiner QR-Code an einer Seite des Glases mit Laser aufgebracht. Damit kann jedes Glas lückenlos in der gesamten Produktion nachverfolgt werden. Damit die Oberfläche des Glases auch sauber bleibt, wird ein Einwegmaterial, eine Folie, zurechtgeschnitten und hinter mir auf die Glasoberfläche aufgelegt. Sie sorgt später für die elektrische Sicherheit und die Verbindung der Zellmatrix mit dem Glas. Den nächsten Prozess können wir Ihnen leider nicht so detailliert zeigen. Es handelt sich um das Herzstück der patentierten elektrischen Verschaltung der Solarzellen im Meyer-Burger-Modul. Mit einem vorbereiteten Smart-Wire werden die einzelnen Halbzellen zu sogenannten Strings verklebt. Vollautomatisch werden die Strings auf das Glasfolie-Sandwich mit einem Roboterarm aufgelegt und später dann mit Querverbindern elektrisch zu einer Matrix verschaltet. Nachdem die einzelnen Strings aus Halbzellen zu einer elektrisch funktionsfähigen Zellmatrix verlötet worden, mithilfe von sogenannten Querverbindern, wird das Layup noch einmal intensiv geprüft. Zum Einsatz kommt dabei die sogenannte Elektrolumineszenzmessung. Im nächsten Schritt muss es für den Laminierungsvorgang vorbereitet werden. Dabei wird eine zweite Einbettungsfolie auf die Rückseite gelegt und je nach Modultyp eine zweite Glasscheibe oder eine Rückseitenfolie. Beim Verkleben der einzelnen Schichten kommen Laminaturen der neuesten Generation zum Einsatz. Eigenentwicklung von Meyer Burger und Bürkle. In verschiedenen Kammern wird unter anderem ein Vakuum erzeugt, um jegliche Luft aus dem Layup zu entfernen. Es werden auch die Einbettfolien geschmolzen und die finalen elektrischen Kontakte der einzelnen Zellstrings erzeugt. Nach dem Abkühlen ist das Laminat bereit für das Setzen der Dose und das finale Rahmen. Nach einer erneuten Prüfung kann die Anschlussdose gesetzt werden. Dabei wird die Rückseite zunächst mit einem Plasma gereinigt. Dann wird ein Kleber aufgetragen und die Dose wird auf die Rückseite des Laminats geklebt. Die elektrischen Kontakte werden dabei nicht gelötet, sondern verschweißt, was die Zuverlässigkeit deutlich erhöht. Vor dem finalen Flashen muss das Laminat noch gerahmt werden. In das Profil des Rahmens wird ein Dichtmaterial eingebracht, das so zuverlässig die Ecken vor jeglichen Witterungseinflüssen schützt. Danach wird es mit einem Winkelprofil stabil verpresst. An der Seite des Modulrahmens wird mit Hilfe einer Lasermarkierung ein innovatives, dauerhaftes und nachhaltiges Modullabel angebracht. Zum Schluss können die Module auf Paletten nach Sortierkriterien wie Optik und Leistung gestapelt werden. Sie werden zum Meyer Burger Logistikzentrum transportiert und dort für unsere Kunden vorbereitet.